Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Bergpredigt lesen wir: Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen sei. Was für Privatpersonen schicklich ist, weckt im Fall des Staates Misstrauen, wenn er Almosen mit dem Geld anderer Leute gibt. Unter Überschriften wie Millionen im Namen des Volkes oder Mäzene in Rom wird seit Jahren diskutiert, ob die freihändige Zuweisung von Geldauflagen aus Strafverfahren durch Richter und Staatsanwälte an gemeinnützige Organisationen noch zeitgemäß ist. Im vergangenen Jahr wurden auf diese Art und Weise über 2,5 Millionen Euro in unserem Land Schleswig-Holstein verteilt. Und dieses System wird zu Recht kritisiert dafür, dass es die Möglichkeit einer einseitigen Bevorzugung einzelner Organisationen oder aber einer Auswahl nach persönlichen Vorlieben oder Interessen der Entscheider nicht ausschließt, zum Beispiel an bestimmte Kindergärten oder Sportvereine, an denen man aus dieser oder jenem Grund ein Interesse hat. In Hamburg und in Nordrhein-Westfalen haben einzelne Missbrauchsfälle zu Reformen geführt. Bei uns ist bisher kein Missbrauch bekannt und wir wollen hier auch keinen Generalverdacht über unsere Justiz aussprechen, aber wir sollten dafür sorgen, Herr Kollege Harms, wir sollten dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Deswegen, zum Schutz des öffentlichen Vertrauens in unsere Justiz, muss jeder Anschein verhindert werden, dass Richter oder Staatsanwälte bei der Zuweisung von Geldauflagen private oder auch familiäre Interesse verfolgen könnten. Wer solche Missbrauch nicht vorbeugt, Herr Kubicki, riskiert das Ansehen der Justiz. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Dankeschön. Es kommt hinzu, dass auch nicht sichergestellt ist, dass das Geld wirklich dem guten Zweck zugutekommt und nicht etwa in hohe Gehälter bei solchen Organisationen oder auch in Marketing, in Bußgeldmarketing fließt. Und es kommt hinzu, dass es schwierig ist, für gemeinnützige Organisationen mit solchen Einzelzuweisungen zu kalkulieren, die einmal kommen in einem Jahr und im nächsten Jahr wieder nicht. Die gute Nachricht ist, wir können hier im Landtag für mehr Transparenz und für Verteilungsgerechtigkeit sorgen. Unser Reformvorschlag sieht vor, eine öffentliche Kontrolle von solchen Zuwendungen und auch der Verwendung dieser Mittel in den gemeinnützigen Organisationen. Das muss kontrolliert werden. Wir schlagen vor, eine bessere Erreichung des gemeinnützigen Zwecks, indem wir die Verwaltungskosten begrenzen, die solche Organisationen in Rechnung stellen dürfen. Und indem wir auch für unseren Landesrechnungshof ein Prüfungsrecht vorsehen, dass er die Verwendung der entsprechenden Mittel auch bei den Organisationen überprüfen kann. Wir schlagen vor, auch den Anschein schon der Interessenskollision auszuschließen, indem Zuwendungen an Einrichtungen ausgeschlossen werden, in denen die Entscheider selbst Mitglied sind oder Angehörige. Wir schlagen vor, eine gerechtere Verteilung von Geldauflagen, indem man einen Sammelfonds einrichtet, wie es ihn in Hamburg oder Berlin bereits gibt, und wo ein Gremium aus mehreren Personen bestehend dann auch kontinuierlicher gemeinnützige Arbeit und Projekte fördern kann, als das Einzelpersonen können. Das heißt, Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen künftig den gemeinnützigen Zweck festlegen können, für den zu zahlen ist. Ich habe ja Ihre Rede schon gelesen, Herr Kollege Rother, deswegen kann ich gleich darauf eingehen. Man kann natürlich weiterhin festlegen, das soll dem Opferschutz zugutekommen oder der Kinderhilfe oder auch dem Tierschutz. Das soll weiter möglich sein, aber nicht mehr die konkrete Organisation. Das soll ein Sammelfonds entscheiden mit einem mehrköpfigen Gremium. Sicherlich, verbindlich machen kann man einen solchen Sammelfonds nur durch eine Bundesratsinitiative, die wir heute hier auch beantragen. Aber auch schon ein freiwilliges Angebot solcher Sammelfonds, die man übrigens mit Hamburg zusammen einrichten könnte, Herr Kollege, das wird auch schon genutzt, wie wir in Hamburg sehen. Der Philosoph Francis Bacon hatte sicherlich recht, als er sagte, Geld ist wie Dung, nicht gut, außer wenn es verteilt wird. Aber genau wie bei einem Acker
ist die richtige Verteilung Kommen Sie bitte zum Ende. Auch von finanziellen Mitteln eine Kunst, um sicherzustellen, dass kein Acker verdörrt und auch keiner zur Jauchegrube wird. Deswegen lassen Sie uns das Vertrauen sichern, indem wir beim Geldregen der Justiz für mehr Transparenz und Verteilungsgerechtigkeit sorgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion hat das Wort die Frau Abgeordnete Barbara Ustmeier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion der Piraten möchte mit ihrem Antrag die Zuweisung von Geldauflagen in Strafsachen reformieren. Den dringenden Reformbedarf begründen Sie mit einer Gefährdung des öffentlichen Vertrauens in Gerichte und Staatsanwaltschaften. Und mit Begrifflichkeiten wie Korruptionsprävention sind Sie es, die ein Licht auf unsere Staatsanwaltschaften und Gerichte werfen, die sie nicht verdient haben. Und da helfen auch Zitate, philosophische Zitate nicht weiter. Und Sie versuchen damit, Ihrem Antrag, den in einer Bundesratsinitiative münden soll, besonderes politisches Gewicht und eine besondere Dringlichkeit zu verleihen. Und um es bereits an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen, dieses Misstrauen teile ich ganz und gar nicht. Und diese Unterstellung lässt sich auch mit Ihrem eigenen Antrag nicht belegen, wenn Sie selbst, Herr Dr. Breyer, bereits einschränkend von einzelnen zweifelhaften Geldauflagen sprechen. Und ja, Herr Dr. Breyer, eine Kleine Anfrage hat offengelegt, dass zwei Landgerichte im Zeitraum von 2013 bis 2015 entgegen der Ausführungsvorschrift des Justizministeriums die Zuweisung von Geldauflagen nicht vollständig erfasst haben. Dazu heißt es in der Beantwortung der Kleinen Anfrage aber auch, dass der Fehler eingestanden und nunmehr behoben werden soll. Ein Skandal? Nein. Ein Versäumnis? Sicherlich. Deshalb ist es richtig, dass der Landesrechnungshof hier eine entsprechende Prüfung vornimmt und diese Überprüfung schon vor Beantwortung der Kleinen Anfrage begonnen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist, dass die Geldauflage neben Bußgeld und Geldstrafe die häufigste Variante darstellt. Und richtig ist auch, dass auch regionale Einrichtungen vermehrt um diese Mittel werben und der Wettbewerb zugenommen hat. Gemeinnützige Organisationen nutzen dabei unterschiedliche Wege, werben online um Geldauflagen oder suchen gar den direkten Weg zu Richtern und Staatsanwälten, um aktive Unterstützung für ihre Projekte zu bitten. Wir dürfen dabei auch nicht verkennen, dass sich durch erhöhte Tagessätze und die Zunahme von Verfahrenseinstellungen gegen Geldauflagen die absoluten Summen aus Geldauflagen durch Gerichte und Staatsanwaltschaften voraussichtlich beträchtlich erhöhen werden. Das birgt Risiken und Fehleranfälligkeiten. Zusätzliche Angaben können als Grundlage für eine Risikoanalyse und als Entscheidungsgrundlage für Staatsanwälte und Richter dienen. Einig sind wir uns, dass wir eine nachvollziehbare Zuweisungspraxis brauchen, wenn Organisationen auf staatliche Veranlassung hin Geldmittel erhalten. Die Beantwortung der Kleinen Anfrage der Piraten weist auch durchaus Lücken in der Erfassungspraxis auf. Um Kalkulation dieser Zuwendung, kalkulierbare Zuwendung, geht es dabei allerdings nicht. Und der Landesrechnungshof hat ja auch bereits mit einer Prüfung begonnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns im Ausschuss darüber raten, ob wir in Schleswig-Holstein die Risikoanalyse und die statistische Erfassung verbessern können. Ob die Einrichtung eines Sammelfonds die bessere Lösung als PCS, vermag ich nicht zu sehen. Nicht immer ist der Systemwechsel allein schon ein Mehrwert. Lassen Sie uns den Prüfbericht des Landesrechnungshofs abwarten, das Justizministerium dazu hören und die Betroffenen in Schleswig-Holstein, um uns ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Und ich würde mich freuen, Herr Dr. Breyer, wenn Sie darauf verzichten könnten, pauschal Berufsgruppen unter Verdacht zu stellen, vorliegend unsere Richter und Staatsanwälte. Das haben Sie mit der Wortwahl und so, wie Sie es begründet haben, doch getan. Für die SPD-Fraktion das Wort der Abgeordnete Thomas Rother. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe wenige Kolleginnen und Kollegen. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Piraten Probleme entdecken, von denen außer Ihnen bislang niemand etwas gewusst oder als Problem wahrgenommen hat. Und auch die Beantwortung der Kleinen Anfrage des Kollegen Breyers ist gerade darauf hingewiesen worden, durch die Landesregierung zu Geldauflagen und Strafverfahren zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen lässt im Ergebnis nicht erkennen, dass es hier Anhaltspunkte für
Unregelmäßigkeiten gibt oder Handlungsbedarf. Frau Ostmeier hat darauf hingewiesen. Wenn man in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg manches anders macht, kann man sich das natürlich einmal ansehen, sollte man natürlich auch prüfen und entscheiden, ob man etwas verändern sollte, müssen wir natürlich selbst. So, aber es sind ja einzelne Forderungen aufgestellt werden. Und die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts kann natürlich sinnvoll sein und dient der Transparenz. Das ist ganz zweifellos so. Der Aufwand dafür dürfte auch überschaubar sein, Frau Ministerin. Mögliche Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Zuwendungen könnten an dieser Stelle dann auch tatsächlich schon zerstreut werden. Dass sich die Entscheider bei vorhandenen persönlichen Interessen jeder Amtshandlung zu enthalten haben, ist selbstverständlich. Dennoch ist es natürlich so, das wissen wir alle, dass gerade Justizangehörige auch Funktionen in justizbezogenen Organisationen innehaben, was wir ja auch wollen, was zu befürworten ist. Natürlich dürfen persönliche Interessen der Richterinnen und Richter bei der Verhängung von Geldauflagen keine Rolle spielen und hierfür gibt es auch keine Hinweise. Und wir sollten nicht... und wir dürften allerdings dann natürlich, auch wenn Herr Breyer das eben nochmal betont hat, dass er die Betroffenen nicht unter Generalverdacht stellt, im nächsten Satz macht er es dann genau wieder. Also von daher ist das doch wirklich etwas widersprüchlich, was Sie hier vortragen, Herr Breyer. Die Qualitätskriterien und Nachweispflichten für die Interessenten an Geldauflagen zu überarbeiten, ist tatsächlich nachdenkenswert. Aber sie darf natürlich nicht die Organisation, es sind ja auch viele kleine Organisationen dabei, nicht nur die mit großen Geschäftsführern, mit dicken Gehältern, überfordert, muss Verhältnis zum finanziellen Ertrag bleiben. Schauen Sie sich doch mal die einzelnen Beträge an. Davon kann man keinen Geschäftsführer bezahlen oder sonstige große Einrichtungen. Das sind alles überschaubare Beträge. Nach Forderung der Piraten sollten ja zudem die eigenschlägigen Gesetze geändert werden, um eine komplette Vergabe der Mittel über Sammelfonds zu erreichen. Unmittelbare Geldzuweisungen an gemeinnützige Einrichtungen sollen so gänzlich ausgeschlossen werden. Parallele Vergaben, so macht man das ja zurzeit auch in Hamburg, wären damit auch nicht mehr möglich. Im Einzelfall kann eine direkte Zuweisung an eine bestimmte Organisation durch das Gericht aber eben gerade sinnvoll sein, wenn ein sachlicher Zusammenhang zur Tat und der Arbeit einer bestimmten Organisation hergestellt werden kann. Und so geschieht das ja in der Regel auch. So hat es natürlich einen erzieherischen Nutzen, wenn der Trunkenheitsfahrer an den Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr, also was gibt es tatsächlich, zahlen muss oder ein volksgehetzender Neonazi die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung unterstützen muss. Und diese Entscheidung würde ich natürlich gern weiterhin auch dem Gericht überlassen. Auch können Prozessbeteiligte Vorschläge für die Verwendung der Geldbuße machen, was nach dem Piratenantrag dann auch nicht mehr möglich wäre. Und man sollte sich wirklich gut überlegen, ob man das abschaffen will. Herr Abgeordneter, stellen Sie eine Bemerkung des Abgeordneten. In diesem Falle nicht, irgendwo ist auch gut. Denn es geht ja auch bei dieser Sache auch nicht um das Geldmachen für bestimmte, für anerkannte Organisationen, sondern um Strafe. Und die Strafe soll Bezug zur Tat haben. Und das kann über eine Fondsverteilung so auch nicht nachvollzogen werden. In Hamburg sind im Fondsverteilungsgremium tatsächlich Richterinnen, Staatsanwälte, Justizbehörden und Sozialbehörde vertreten, ein eher kleiner Kreis. Dennoch bietet auch diese Einrichtung eines Sammelfonds grundsätzlich keine Gewähr dafür, dass die verteilenden Gremienmitglieder bei der Zuteilung der Geldbußen frei von persönlichen Interessen wären. Schauen Sie mal im Bericht des Hamburgischen Rechnungshofs für das Jahr 2016, da müssen wir nicht auf unseren warten. Unabhängig davon ist bei einem zentralen Vergabegremium ein personeller Mehraufwand des Flächenstaates im Vergleich zum Stadtstaat erforderlich. Das richtet sich auch danach, ob dieses landesweit oder örtlich oder nach Gerichtsbezirken organisiert werden soll. Und hierzu enthält Ihr Antrag keine Aussage. Dennoch sind die Vorschläge der Piratenfraktion der Erörterung wert, auch wenn die Fundstellen in Ihrem Antrag aus dem Jahr 1972 stammen, aus der sechsten Wahlperiode des Bundestages. Das ist schon bemerkenswert. Und diese Vorschläge damals schon verworfen wurden. Das stimmt, das stimmt. Also man macht sich gar nicht vorstellen, wenn Sie hier noch länger wären, wie weit zurück Sie dann noch gehen würden. Aber wie in vielen Ihrer Initiativen sollte es dem Fachausschuss überlassen bleiben, zu sehen, ob etwas Vernünftiges dabei ist. Frau Ostmeier, die Ausschussvorsitzende, hat dazu sehr vernünftige Vorschläge gemacht, wie man damit umgeht. Und in dieses zuständige Gremium sollten wir dann auch diesen Antrag überweisen. Vielen Dank. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Burkhard Peters von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bisher dachte ich, die Autonomie der Justiz sei für die Piraten und vor allen Dingen für Sie, Herr Kollege Breyer, ein herausragend wichtiges Anliegen. Ich sehe bei Ihnen da einen gewissen Wertungswiderspruch. Bisher entscheiden die Richterinnen und Richter und auch die Staatsanwaltschaften weitgehend eigenständig über die Zuwendungsempfänger von Geldauflagen.
Und nun möchten Sie der Justiz in dieser Hinsicht ein sehr, sehr enges Korsett der Kontrolle anlegen. Auf den ersten Blick passt das aus meiner Sicht nicht so ganz zusammen. Vielleicht können Sie mir das dann später im Ausschuss noch mal erklären. Presse öffentlich garniert haben Sie Ihren Antrag mit dem Hinweis, Justiz habe in anderen Bundesländern für Aufsehen gesorgt, etwa mit Zuweisungen an Eisenbahnfreunde, Trinkkegel-Cousins, was immer das ist, Karnevalsvereine oder gar Einrichtungen, mit denen die zuständigen Justizbediensteten oder ihre Angehörigen persönlich verbunden gewesen wären. Also zur Skandalisierung in Schleswig-Holstein taugt dieses Thema überhaupt nicht. Aufsehenerregende Fälle von Zuweisungen an obskure Einrichtungen sind hier überhaupt nicht bekannt geworden. Auch in Bezug auf Interessenkollisionen, dass dort eigene Vereinsmitglieder praktisch aus der Familie mit begöschert worden sind, das ist überhaupt nicht der Fall in Schleswig-Holstein. Allerdings wird bei der Lektüre der aufschlussreichen kleinen Anfragen der Piraten deutlich, dass die Geldauflagen frei mit der Gießkanne über das Land verteilt werden. Es ist daher schwer nachvollziehbar, warum das eine Kinderhospiz reich bedacht wird, während das andere nahezu leer ausgeht. Für die möglichen Organisationen fehlt es beim bisherigen System an Plan und Berechenbarkeit der Zahlungseingänge. Auch für Gerichte und Staatsanwaltschaften ist es bei den anfallenden Arbeitspensen nicht zumutbar, noch erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um alle Organisationen im Lande gleichmäßig zu bedenken. Gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung als Strafverteidiger, dass viele Richterinnen und Richter bestimmte Favoriten haben, dies aber immer anlassbezogen, tatbezogen. Und da habe ich noch nie erlebt, dass in irgendeiner Weise eine anrüchige Zuwendung erfolgt ist. Also von daher, ich kann dem Problem nicht in der ganzen Tiefe nachkommen und nachvollziehen, was Sie hier jetzt so stark antreibt, dieses Anliegen hier so zu forcieren. Aber wir wollen uns trotzdem damit befassen. Kommen wir zu den Details. Der Veröffentlichung in einen Bericht kann ich näher treten, auch wenn ich den damit verbundenen Effekt für gering halte. Aufwendiger wird es bei der Veröffentlichung. Bestimmte Informationen der Organisationen, Satzung, Gemeinnützigkeitsanerkennung, Mittelverwendung, Tätigkeitsberichte, Entscheidungsträger, alles will Dr. Patrick Breyer wissen, er will es ganz genau wissen. Aber schon heute müssen die Empfängereinrichtungen nach der geltenden Rechtslage in Schleswig-Holstein dem Oberlandesgericht genau diese Dinge nachweisen, wenn sie in den Kreis der möglichen Geldempfänger aufgenommen werden wollen. Ja, gut. Natürlich ist Transparenz ein hohes Gut, aber Tierheim und lokalem Kinderhospiz wird damit einiges an Organisationslast aufgebürdet. Gerade die kleinen Organisationen mit wenig Verwaltung werden dadurch stark belastet. Die wollen ihr Geld eben halt ihrem Zweck zuwenden und nicht mit diesem Organisationsquatsch belastet werden. Ob der Ansatz der Piraten an diesem Punkt überzogene Anforderungen aufstellt, müssen wir im Ausschuss dann genauer beraten. Auch der Vorschlag der Einrichtung von Sammelfonds klingt nach bürokratischer Überregulierung. In aufgesplitteten Sammelfonds soll zukünftig alles eingezahlt werden und ein Gremium verteilt anschließend den Geldsegen. Das hört sich erstmal gerecht an, aber die Kosten und der damit verbundene Aufwand, das täte mich dann doch wohl schon interessieren. Auch hier werden wir im Ausschuss genauestens klären müssen, wer sitzt in dem Gremium, zu welchem Preis und mit welcher Marschroute. Ob die Verteilung aus einem Fonds gerechter erfolgt als direkt aus den Händen der Staatsanwaltschaft und Gerichte, davon bin ich durchaus noch nicht überzeugt. Noch ein Punkt, der mir wesentlich erscheint. Die direkte Verknüpfung zwischen Tat und Bußgeldzahlung. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wird das ja ausdiskutiert, wird durch einen Sammelfonds tendenziell aufgehoben. Die Verletzung von Unterhaltspflichten kann im Rechtsgespräch zwischen den Prozessbeteiligten zum Beispiel mit einer Zahlung an einen lokalen Kindergarten geahndet werden. Gleichermaßen kann für eine Körperverletzung eine Buße an den lokalen Weißen Ring auferlegt werden. Diese Konnexität erscheint mir gerade zielführend im Rahmen einer gut geführten Strafverhandlung. Sie führt nach meiner Erfahrung auch zu höherer Akzeptanz bei den zahlungsverpflichteten Angeklagten. Das nur für mehr Transparenz zu opfern, halte ich für sehr problematisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat der Vorsitzende Wolfgang Kubicki das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch unter Inkaufnahme eines Ordnungsrufes möchte ich erklären, dass der Vorschlag ist, Kollegen will ich gar nicht mehr sagen, nach seinem Auftritt vorhin, also gestern Abgeordneten Breyer,
absoluter Bullshit ist und darauf hindeutet, dass der Richter auf Probe von der Strafprozessordnung, von der Strafprozessordnung, aber auch null Ahnung hat. Null Ahnung hat. Das Erste, Herr Abgeordneter Dr. Breyer, das Erste ist, dass wir über Geldstrafen nicht reden können, weil Geldstrafen gar nicht verteilungsfähig sind. Die fließen der Landeskasse zu. Heute gab es so Beiträge, auch so Ansätze von Ihnen. Da will ich mal sagen, dass nach 153a StPO nicht die Gerichte entscheiden, wo Geldbußen hingezahlt werden. Wir haben dann auch keine Tat und keinen Täter, weil das Verfahren eingestellt wird. Und nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Sie ja vielleicht kennen sollten, die eine Verfahrensverlegung eigener Art schaffen, die Zustimmung erteilt werden muss von dem Angeklagten und von der Staatsanwaltschaft. Wenn beide nicht zustimmen, gibt es keine Zuweisung irgendwo anders hin. Ich habe in der Zeit zwischen 2009 und 2012 unserem Generalstaatsanwalt mal vorgeschlagen, weil wir ja knappe Mittel hatten, doch darauf Wert zu legen, dass die Hälfte des Geldbußenbetrages immer zugunsten der Landeskasse ausgewiesen werden muss und die andere Hälfte verteilt werden kann. Man könnte, um Ihre Insinuierung von korruptiven Verhaltensweisen bei Gerichten vorzubeugen, auf die Idee kommen, das wäre vielleicht ein sinnvoller Vorschlag, dass Geldbußen grundsätzlich an die Landeskasse abzuführen sind. Eine einzige Anweisung an die Generalstaatsanwaltschaft, der Justizministerin, würde reichen, das umzusetzen, dann kann an eine Gemeindesituation nichts mehr verteilt werden. So einfach wäre das, dann brauchen wir keinen Fonds, kein gar nichts. Und ich kann Ihnen sagen, warum das sinnvoll ist, dass man das mit gemeinnützigen Einrichtungen macht, die übrigens einen Nachweis erbringen müssen in Schleswig-Holstein, der seinesgleichen sucht. Und manche kleine gemeinnützige Einrichtung hat schon Schwierigkeiten, die Anforderungen des OLG zu erfüllen, was ich auch für problematisch halte. Ihre Erklärung, die würden Riesengehälter auszahlen, scheitert bereits am Gemeinnützigkeitsrecht der Abgabenordnung. Ich kann Ihnen das vielleicht mal erläutern, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ob Sie den Kopf schütteln, spielt aber gar keine Rolle. Viele, viele der Betroffenen sind überhaupt nur bereit, ein Verfahren nach 153 einzugehen, wenn sie selbst darüber jedenfalls mitbestimmen können, wohin die Zahlungen geleistet werden sollen, die sie erbringen sollen. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2016 oder 2015, in Kiel ein großes Strafverfahren gehabt, das mit einem Einstellungsverfahren nach 153a endete gegen Zahlung einer Geldbuße von 2 Millionen Euro. Weil es öffentlich war, kann ich das sagen. Das wäre nicht zustande gekommen. Und zwar auch aufgrund der Verteidigerhaltung. Nicht zustande gekommen, wenn der Mandant, der es bezahlen sollte, 2 Millionen Euro, nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das wenigstens dorthin zu geben, in die Form der gemeinnützigen Einrichtung, die er für sinnvoll gehalten hat. Wir hätten das Verfahren fortgesetzt, es hätte mit einem Freispruch geendet, was auch immer, hätte das Land Schleswig-Holstein viel Geld gekostet, war eine sinnvolle Regelung. Aber das aufheben zu wollen und das als Maßnahme sozusagen der praktischen Vernunft zu verkaufen, das sprengt nun wirklich alle Größenordnungen. Sie haben in der Sache keine Ahnung. Sie insinuieren Korruption und mangelnde Transparenz und Sie schaden damit den gemeinnützigen Vereinen, der Justiz in Schleswig-Holstein und dem Ansehen dieses Parlaments mit solchen granatenmäßigen Beiträgen. Für die Abgeordneten des SSW hat das Wort der Abgeordnete Lars Harms. Ich gehe davon aus, dass dieser parlamentarische Begriff von dem Abgeordneten selbst in Zweifel gezogen worden ist. Einen Ordnungsruf gebe ich dafür nicht. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schon gerade eben erwähnt, geht es in dem vorliegenden Antrag um eine Reform der Zuweisung von Geldauflagen in Strafverfahren. Die aktuelle Gesetzgebung sei unzureichend und die Praxis würde intransparent vonstatten gehen, heißt es im Antrag der Piraten. Fakt ist, Geldauflagen sind als hergebrachte gängige Praxis bei Gericht, auch in Schleswig-Holstein. Die Auflagen sollen eine nachhaltig positive kriminalpräventive Wirkung erzielen und es werden somit ausschließlich gemeinnützige Einrichtungen begünstigt. Diese werden in Listen geführt, was die jeweiligen Arbeitsschritte natürlich auch deutlich vereinfachen. Aber es ist natürlich auch möglich, von diesen Listen abzuweichen. Für uns als SSW besteht kein Anlass, an dem Pflichtbewusstsein oder gar der Rechtsstaatlichkeit der schleswig-holsteinischen Justiz zu zweifeln, wie es die Piraten tun. Zudem erfolgt eine solche Geldbuße in der Urteilssprechung durch das Gericht und so auch unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten und seiner Verteidigung, der Kollege Kubicki hat das ja gerade eben schon mal dargestellt. Zudem stehen auch Richterinnen und Richter in der Öffentlichkeit und ihr Tun und Wirken steht eben auch unter Beobachtung, also durchaus auch für alle sichtbar. Und zudem sei gesagt, dass es sich in den meisten Fällen um kleine Beträge handelt, also auch da stopfen sich nicht irgendwelche gemeinnützigen Organisationen irgendwie die Taschen voll. Nichtsdestotrotz geht es für uns als SSW in erster Linie darum, den Bezug zwischen einer Tat und einer Sanktion dann auch herstellen zu können. In der Praxis wird dies auch so gehandhabt. Dies lässt sich auch aus der Auflistung der bisherigen Begünstigten auch eindeutig erkennen. Das zeigt, dass die Gerichte dies wohl doch am besten selbst entscheiden können.
Mit einer Errichtung eines Sammelfonds wäre eine solche Verbindung zwischen Tat und den entsprechenden Auflagen nicht mehr so leicht möglich, weil ja die Begünstigten eingegrenzt werden und man sich ja an diese Liste halten könnte. Und das ist, wenn man denn beispielsweise rassistisch gegenüber Minderheiten handelt, aber eine Minderheitenorganisation oder eine entsprechende Organisation nicht auf der Liste steht, kann man diese Beziehung nicht mehr herstellen. Das wäre schade. Ich glaube, das wird heute gut gehandhabt. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch keinen Handlungsbedarf in dem Bereich. Die Unmittelbarkeit wäre in einem solchen Beispiel passé. Und zudem stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie häufig soll sich denn ein solches Gremium, das diesen Sammelfonds steuert, wie es im Antrag beschrieben ist, dann überhaupt treffen? Weil wir haben ja wirklich relativ viele Verfahren vor Gericht und soll das nun angepasst an sämtliche Verfahrensprozesse laufen, also so ad hoc, wenn man mal gerade mal wieder ein Urteil bekommt, soll das vielleicht viermal im Jahr geschehen, wo man die dann alle sammelmäßig abarbeitet? Ja, dann würde, lieber Kollege Breyer, dann würde zwischen der Sanktion, also zwischen der Verurteilung und der konkreten Sanktion, eine Ewigkeit steht. Eigentlich etwas, was wir gar nicht haben wollen, sondern solches Gremium müsste wahrscheinlich wöchentlich oder gar täglich tagen. Das will aber kein Mensch, das wäre ein riesiger Aufwand. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, stellt sich auch die Frage, was ist mit den Organisationen und Vereinen, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, die nicht Teil des Sammelfonds sind, die haben null Chancen, begünstigt zu werden, was eigentlich ja ihrem Bestreben eigentlich widersprechen müsste, lieber Kollege Dr. Breyer. Und zudem müsste es Ihnen eigentlich auch aufgegangen sein, dass jede Person über ein eigenständiges Denken verfügt und somit auch über eigene Interessen, auch Mitglieder eines Gremiums oder gar ein gesamtes Gremium, das ein Sammelfonds führen würde, verfügen über öffentliche wie auch über private Interessen. Auch die sind nicht anders wie die Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Beschuldigten. Auch die haben eine private Meinung und die Interessen lassen sich eben nicht durch eine Errichtung eines Gremiums irgendwie vernichten. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Richter unabhängig handeln, und das sollen Sie, lieber Dr. Breyer, eigentlich doch auch am besten wissen. Sie sind ja angeblich vom Fach. Die richterliche Unabhängigkeit ist in unserem Grundgesetz verankert, und das sollten wir dementsprechend auch anerkennen und auch unterstützen, meine Damen und Herren. Zudem nehmen wir als SSW auch davon Abstand, der Justiz und den Gerichten indirekte Ratschläge zu erteilen, auch nicht aus unserer Politik. Grobe Fahrlässigkeit bei der Zuweisung von Geldauflagen zeichnen sich nämlich nirgends ab. Die machen ihren Job ordentlich und gut. Und das Einzige, was sich hier abzeichnet, ist, dass Ihre Fraktion, lieber Dr. Breyer, den Anschein erweckt, die Richterinnen und Richter in unserem Land arbeiten fahrlässig und aus Eigennutz und Eigeninteresse, dass sich in irgendeiner Art und Weise gemeinnützige Organisationen die Taschen füllen. Ein solcher Eindruck schadet nicht nur der Justiz und den ehrenamtlichen Vereinen, sondern sie schadet auch dem ganzen Land. Und sowas in der Tat braucht kein Mensch. Aus dem Parlament liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann hat jetzt die Landesregierung das Wort. Das war noch die Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Anke Spurendorf. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, wenn man den vorliegenden Antrag der Piraten liest, könnte man meinen, es gäbe in Schleswig-Holstein ein strukturelles, womit nicht auch ein akutes Problem bei der Praxis der Geldauflagen. Meine Damen und Herren, die Lösung dieses Problems liege in den von den Piraten vorgeschlagenen Maßnahmen, so lautet das ja im Antrag, insbesondere in der Einrichtung eines Sammelfonds. Aber so einfach, meine Damen und Herren, ist die Welt nun auch nicht. Der Landesrechnungshof, es wurde schon erwähnt, führt gegenwärtig eine Prüfung zu dem Thema Geldauflagen in Strafsachen durch. Diese Prüfung hat im August 2015 begonnen. Und ganz aktuell, nämlich Mitte November, hat mein Haus im dafür vorgesehenen Verfahren zur Prüfungsmitteilung auch Stellung genommen. Und natürlich werden wir uns am Ende dieses Verfahrens das endgültige Prüfungsergebnis sorgfältig ansehen und prüfen, ob es etwas zu verbessern gibt. Natürlich werden wir das so machen. Vor diesem Hintergrund erscheint es aber wenig sinnvoll, hier und jetzt eine Paralleldiskussion zu eröffnen und den Ergebnissen der Prüfung vorzugreifen. Zwei grundlegende Punkte möchte ich aber an dieser Stelle in jedem Fall klarstellen, damit hier kein falscher Eindruck im Raum stehen bleibt. Zum einen bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die schleswig-holsteinische Justiz die Zuweisung von Geldauflagen nicht mit dem gebotenen Verantwortungsbewusstsein vornimmt. Zuweisungen von Geldauflagen werden erfasst.
Interessierte gemeinnützige Einrichtungen werden in eine entsprechende Liste aufgenommen. Die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts stellt beide Listen den Richterinnen und Richtern, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu Informationszwecken zur Verfügung. Alle in der Sache entscheidenden Personen haben also einen Überblick über interessierte Einrichtungen und die Verteilung der zugewiesenen Geldauflagen. Der Generalstaatsanwalt führt darüber hinaus eine gesonderte Liste mit gemeinnützigen Einrichtungen, mit Justiznähe und wertet die Zuweisungen der Staatsanwaltschaften regelmäßig aus. Wie gesagt, sollte es als Ergebnis der Prüfung konkreten Verbesserungsbedarf geben, wird sich die Justiz dem sicher nicht verschließen. Es ist aber wahrlich nicht so, dass aktuell bei uns Sodom und Gomorra herrscht. Und nicht umsonst stammen die Beispiele, lieber Herr Abgeordneter Breyer, die von Ihnen in der Öffentlichkeit zum Beweis von zweifelhaften Geldzuweisungen angeführt werden, allesamt aus anderen Bundesländern. Und einen zweiten Punkt möchte ich auch noch betonen. Die Forderung nach einem zentral verwalteten Sammelfonds ist in meinen Augen wirklich sehr kritisch zu bewerten. Sie entbehrt bislang jeder tatsächlichen Grundlage, denn nochmal konkrete Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten oder gar korruptes Verhalten bei der Auswahl der Geldauflagenempfänger bestehen in Schleswig-Holstein nicht. Ein Sammelfonds wäre des Weiteren aber auch nicht, wie von manchen angepriesen, das Allheilmittel. Auch das möchte ich an dieser Stelle einmal deutlich sagen. Es ist mehr als fraglich, ob die Einrichtung eines Sammelfonds tatsächlich für mehr Transparenz bei der Auswahl von Geldbußenempfängern sorgt und die Gefahr einer möglichen Selbstbegünstigung beseitigt. Denn auch die zuweisenden Gremienmitglieder können eigene Interessen haben. Auch das ist ja schon gesagt worden. Und im jetzigen System bedarf die Zuweisung einer Geldbuße grundsätzlich immerhin der Zustimmung von Gericht, Staatsanwaltschaft und darüber hinaus auch des Beschuldigten, oft unter Mitwirkung eines Verteidigers. Die Zuweisung wird also wechselseitig durch alle Verfahrensbeteiligten kontrolliert und gebilligt. Die Zuweisung durch ein Verteilungsgremium unterliegt keiner vergleichbaren unmittelbaren Kontrolle. Absprachen zu der Verteilungspraxis in Gremien, die möglicherweise von persönlichen Interessen oder Verflechtungen beeinflusst sind, lassen sich jedenfalls nicht ausschließen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Beanstandung des Rechnungshofs der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahresbericht 2016. Hier wurden personelle Verflechtungen im Verteilungsgremium ausdrücklich gerügt. Zudem wäre die Einrichtung eines Sammelfonds und dessen dauerhafte Unterhaltung vermutlich mit einem im Vergleich zu bisher praktizierten Verfahrensweise erheblichen Mehraufwand an Personal und damit auch an Kosten verbunden. Auch dieser Aspekt, meine Damen und Herren Abgeordnete, ist in die Betrachtung mit einzubeziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für einen 3-Minuten-Beitrag das Wort der Abgeordnete Dr. Patrick Breyer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte gerne in einen Dialog mit Ihnen eintreten über unseren Vorschlag. Und da nicht alle von Ihnen Zwischenfragen zugelassen haben, möchte ich gerne auf diese Art und Weise auf Ihre Redebeiträge, auf das eine oder andere eingehen. Wir haben unseren Antrag begründet damit, dass wir das Vertrauen in die Justiz sichern wollen, dass wir mehr Transparenz und Verteilungsgerechtigkeit wollen. Frau Kollegin Ostmeier, von Korruptionsprävention hatte ich nicht gesprochen. Davon gesprochen hat zum Beispiel der Landesrechnungshof in Niedersachsen. Der hat davon gesprochen, dass Justizmitglieder mitunter wirklich intensiver Werbung um Geldauflagen ausgesetzt sind. Und der sieht die Notwendigkeit an der Stelle für Korruptionsprävention. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Prävention hat es so an sich, dass sie vor der Korruption ansetzt.
Das ist die Bedeutung von Prävention. Und mit Ihrem Korruptionsregister machen Sie ja selbst nichts anderes. Deswegen heißt es, ist es kein Generalverdacht, wenn man auf Prävention setzt. Ja, der Landesrechnungshof prüft schon heute, aber er prüft nicht die Verwendung der Mittel. Das ist bisher nicht möglich. Und er prüft auch nicht, ob das System in der Art und Weise Sinn macht. Das ist Aufgabe der Politik. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage, Bemerkung der Abgeordneten Ostmann. Gerne. Herr Dr. Breyer, also diesen Begriff habe ich aus der Begründung Ihres Antrags, Drucksache 18/4823 auf Seite 2, das ist der vorletzte Absatz, da schreiben Sie, in Anbetracht der hohen und steigenden Geldauflagen bedarf das deutsche Geldauflagensystem einer grundlegenden Reform im Sinne von verteilungsrechtlich, Transparenz und Korruptionsprävention. Das ist ein Begriff aus Ihrem Antrag. Das ist richtig, also Frau nicht, Kollegin. Weil Sie gerade gesagt haben, davon hätten Sie selber nicht gesprochen. Das stimmt auch. Das habe ich aus Ihrem Antrag genommen. Das gehört dann zur Wahrheit auch dazu. Vielen Dank, Frau Kollegin. Da haben Sie die Antwort schon vorweggenommen. Es ist A, richtig, dass es im Antrag steht, und B, richtig, dass ich nicht davon gesprochen habe. Dankeschön. Richtig ist, dass die Missbrauchsfälle bisher vereinzelt und in anderen Bundesländern geblieben ist. Richtig ist aber auch, dass wir nicht erst abwarten sollten, bevor so etwas auch bei uns vorkommt. Richtig ist, dass es sich um Kleinstbeträge handelt. Richtig ist aber auch, dass gerade bei Kleinstbeträgen eine Bündelung Sinn macht, gerade aus Sicht des guten Zwecks. Wichtig ist es, den Bezug zur Tat zu haben, Herr Kollege Rother. Aber dass man zum Beispiel bei Alkoholmissbrauch entsprechenden Einrichtungen spendet, denen das zugutekommen soll, das geht auch mit Sammelfonds. Da gibt es auch einen Fonds speziell für diesen Zweck. Und, Herr Kollege Harms, derzeit ist gerade nicht vorgesehen im Gesetz, dass die Geldauflage einen Bezug zur Tat haben muss. Gerade das wollen wir ja ins Gesetz schreiben. Das ist ein Punkt unseres Antrages, das ins Gesetz zu schreiben. Burkhard Peters sagte, wie ist es mit der Autonomie der Justiz? Aber, lieber Herr Kollege Peters, zur Autonomie der Justiz und zur rechtsprechenden Tätigkeit gehört nicht die Verteilung von Geldauflagen dazu. Dazu gibt es Rechtsgutachten, dass das nicht Kernbereich der Rechtsprechung ist. Herr Kubicki meint, überzogene Gehälter bei gemeinnützigen Organisationen würde schon die Abgabenordnung ausschließen. Richtig ist aber, dass die Strafprozessordnung gar nicht verlangt, dass die Organisationen zugunsten derer Geldauflagen verhängt werden, als gemeinnützig anerkannt sind. Das wollen wir erst durch unseren Antrag einführen. Und die Mitwirkung der Beschuldigten, kommen Sie bitte zum Ende. Kommt zum Schluss. Und die Mitwirkung der Beschuldigten an diesen Geldauflagen hat die Missbrauchsfälle anderswo nicht verhindern können. Deswegen bedanke ich mich für Ihre Unterstützung, zumindest in dem ersten Punkt, was die Transparenz angeht, und freue mich auf die Beratung im Ausschuss. So, es gab ja während der Wortmeldungen einige Andeutungen einer Ausschussüberweisung. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Das ist klar, aber ich muss zunächst mal, wenn ein Antrag gestellt wird auf Überweisung, dem nachkommen. Deswegen frage ich noch mal, ob dieser Antrag auf Überweisung gestellt worden ist, dann bitte ich um ein Handzeichen. Das ist, bitte? Gut, dann stimme ich zunächst mal über die Ausschussüberweisung ab. Wer der Ausschussüberweisung in den Innen- und Rechtsausschuss zustimmt, dann bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Piraten und einzelne Abgeordnete der CDU. Wer ist gegen eine Ausschussüberweisung? Das ist sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordneten des SSW, der FDP-Fraktion. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einige Enthaltungen. Eine Enthaltung sichtbar. Gut, dann ist diese Ausschussüberweisung abgelehnt. Wir stimmen jetzt in der Sache ab. Wer für diesen Antrag der Piratenfraktion ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion. Wer ist gegen diesen Antrag, das sind alle anderen Fraktionen, dann ist dieser Antrag abgelehnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Anbetracht der vorgerückten Stunde und vieler Termine heute Abend wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend, gute Gespräche, eine gute Nachtruhe. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Ich unterbreche die Sitzung.